Ich habe jetzt seit einiger Zeit Follower auf meinem YouTube-Kanal aus Deutschland und sogar aus Frankreich. Was mir besonders gut gefällt bei diesen Herrschaften ist, dass die sehr genau meine Videos anschauen und sehr viele sehr tolle Fragen stellen. Also man spürt richtig, dass sie wirklich interessiert sind, den Hund von einer anderen Seite kennenzulernen, als sie ihn bisher kennengelernt haben. Einige der Follower haben mir geschrieben, Mails, und da war unter anderem auch eine Frage dabei betreffend Welpen. Ob ich nicht einmal ein Mail über Welpen machen kann und was ist eine gute Welpenschule etc. Ich habe da Haufen kleine Hunde, aber kein einziger ist ein Welpe. Ja, die sind alles schon ein Jahr oder sogar noch älter. Für mich sind Welpen Hunde von der 8. bis zur 16. Lebenswoche. Sind sie schüchterner, dann vielleicht mehr als 16 Wochen, sind sie eher Rüppel, dann vielleicht sogar ein bisschen weniger als 16 Wochen. Wie bei allen Gruppenkursen, egal ob mit Menschen oder mit Tieren, ist der Kurs so anzupassen, dass das schwächste Glied in dem Kurs auch eine Förderung erhält. Ja. Wenn ein Welpe sehr schwach ist, wodurch jetzt auch immer, macht es vielleicht auch Sinn, dass man vorher mit ihm Einzeltraining macht, damit er sich dann in der Gruppe gut einfügen kann. Wichtig für mich ist auch in einer Welpengruppe, dass es einen Hund gibt, der schon älter ist. Ja. Weil was soll ein Hund, ein Welpe von einem anderen Welpen lernen? Ja. Nix. Das heißt, es muss einer her, der es zusätzlich zum Kursleiter mitregelt, und zwar auf Anweisung des Kursleiters. Das bedarf natürlich, dass dieser ältere Hund folgt, ja, dass ich ihn jederzeit abrufen kann, dass ich ihn lenken kann. Außerdem sollte er ein gutes Sozialverhalten haben. Für mich machen Welpenstunden keinen Sinn, wo die Leute sich von den Welpen hineinziehen lassen. Dann wird die Leine abgenommen, dann wird gesagt, lauf! Und dann geht's hol oder roh eine Stunde lang mit voller Energie durch. Besonders heftig finde ich die Welpenbesitzer oder auch die Trainer, die dann die verschüchterten Welpen in diesen Tumult hineinstoßen mit den Worten, ach, geh doch spielen, damit du sozialisiert wirst. Ja, der Hund versucht verzweifelt, Schutz bei seinem Besitzer zu finden und, also du hast dich verhängt, bei seinem Besitzer zu finden und der schickt ihm quasi in den Krieg. Und dann wundert es euch mit 10 Monaten, dass der Hund euch nicht vertraut. Ja. Ich kenne einzige Welpenschule, die ich empfehlen würde. Ich muss aber sagen, die Trainer reagieren halt auch auf die Wünsche der Kunden und für viele ist ja dieses Welpentraining also eher mehr Kaffeekränzchen, ja, wo man sich austauscht. Die Hunde laufen da allein herum und machen da ihr Ding, während die Besitzer sie unterhalten und ihre Alltagssorgen versuchen zu lösen. Viele sehen ja den Hund auch als Spielzeug, ja, und nehmen das ja alles gar nicht ernst. Ja. Die wollen gar nicht irgendwie in dem Kurs was erziehungsmäßig machen, sondern die sehen den Hund als kleines Kind, totale Vermenschlichung und sind gar nicht richtig motiviert, irgendwas zu machen. Weil der arme kleine Hund, der muss ja sein Leben und seine Jugend leben und was weiß ich, was da alles eininterpretiert wird. Ja. Ist natürlich bei so kleinen Hunden wie da nicht so ein Problem, weil wenn die 10 Monate sind, sind sie halt so groß, wie sie sind. Und man kann das alles damit meiden, die Probleme mit meiden in den Griff bekommen. Aber wenn das ein Hund ist wie ein Bernhardiner oder so ein Schäfer, der sagt natürlich dann mit 10 Monaten, ah, wie in der Welpenschule war, habe ich gelernt zu toben. Jetzt mit 10 Monaten brauchst du mir auch nichts anderes mehr beibringen.
Und 10 Monate für einen Hund heißt, dass er in der Pubertät ist und versucht einmal einen pubertierenden Menschen erstmalig in der Pubertät zu erziehen. Wird nicht so einfach werden. Was so wahnsinnig ist, den Welpen wird beigebracht zu toben und auszurasten, und auch im Junghundekurs zum Teil noch wird einer beigebracht zu toben und zu spielen. Und dann, wenn sie 10 Monate sind, dann werden sie zur Ruhe konditioniert. Ja. Wenn ich dem Welpen gleich beibringe, seiner naturgemäß in Ruhe anderen Hunden zu begegnen, dann brauche ich es nicht 10 Monate später in die Ruhe zu konditionieren. Ja. Und das ist das, was mich am meisten bei diesen Welpenstunden verwundert, ja? Dass ich dem Hund zuerst was beibringe, was ich ihm dann 10 Monate später wieder abgewöhne. Ja? Abgesehen davon, dieses Herumtoben und dieses Ausrasten ist wirklich aber sowas von nicht artgerecht. Ja? Siehe die Pizzahunde. Der Sinn eines Welpenkurses, wenn überhaupt, ist für mich, dass die Menschen lernen, die Körpersprache der Hunde zu lernen. Okay, es reicht. Hey, mit dir rede ich. Danke. Dass die Hunde lernen, bei ihren Besitzern Schutz zu finden, vor anderen Hunden, aber auch vor übergriffigen Menschen. Dass die Hunde lernen, auch wenn andere Hunde da sind, ist trotzdem der Mensch der Mittelpunkt. Ja? Und der Mensch ist der, mit dem wir zuerst im Gespräch sind und dann erst die Umwelt. Ja? Auch könnte der Mensch lernen, das Leben, den Alltag zu strukturieren. Ja, das könnte man schon dort beginnen zu lernen, indem wir Rituale entwickeln. Rituale sind Struktur und geben Sicherheit. Eigentlich sowohl dem Halter als auch dem Hund, weil jeder weiß, was jetzt stattfinden wird. Also, eine Welpenkursstunde könnte so aussehen. Wir beginnen damit, dass der Hund gesittet aus dem Auto aussteigt. Ja, das heißt, er ist mit uns im Gespräch. Er zieht uns nicht raus. Er schaut nicht auf die anderen Hunde, sondern auf uns. Und erst wenn wir ihn einladen, dann steigt er aus. Oder wenn er noch klein ist, heben wir ihn heraus. Dann gehen wir gesittet auf den Platz. Heißt, der Hund schleift uns nicht, ja? Sondern er bleibt neben uns oder, wenn er sehr aufgeregt ist, hinter uns. Dann begrüßen sich die Menschen gegenseitig. Die Welpen stehen ruhig neben uns. Sowohl der Welpe gegenüber als auch der eigene. Ja? Erst wenn beide ruhig neben uns stehen, dann schütteln wir uns die Hände oder machen was auch immer zur Begrüßung. Sind alle Hunde cool und ruhig, wird kommentarlos die Leine abgenommen und die Welpen dürfen miteinander spielen ein bisschen. Ruhiges Spiel, örtliches Spiel, niedriges Spiel. Ja, siehe die gesonderten Videos dazu. Während die Hunde spielen, erklärt der Kursleiter die Körpersprache. Und zwischendurch werden die Hunde immer wieder abgerufen. Länger als 10 Minuten würde so ein Spiel bei mir nicht dauern, und dann würde es 10 Minuten Ruhephase geben. Heißt, Ruheübungen, siehe gesonderte Videos, und währenddessen kann der Kursleiter diverse theoretische Dinge erklären. Sind alle zur Ruhe gekommen, könnte man irgendwas gemeinsam machen. Also, wenn du irgend so ein Parcours ist oder was, könnte man gemeinsam an der Leine mit dem Hund, Besitzer und Hund, irgendwelche Geschicklichkeitsspiele oder was auch immer machen. Wichtig mit dem Besitzer. Ja, gegenseitige Achtsamkeit, obwohl andere Hunde da sind.
Wieder 10 Minuten später, neuerliche Ruhephase, allenfalls mit Medical Training. Heißt, der Hund kommt wieder zur Ruhe und man greift ihn ab, analog wie beim Tierarzt. So lernt er gleich, dass er auch, wenn er draußen ist, gewisse Dinge über sich ergehen lassen muss. Ja. Zum Beispiel in die Ohren hineinschauen, die Pfoten abgreifen, den Schwanz abstreifen, aufs Gebiss kurz schauen. Ja. Jedenfalls endet die Stunde dann mit Ruhe. Wir gehen an der Leine hinaus, wir lassen uns nicht von dem Hund ziehen, wir steigen ins Auto ein und das war's schon. So wird bei mir eine Stunde aussehen.